Hallo Herr Ruff, vielen Dank, dass Sie an unserem 10-Fragen-Format zum Fischertechnikmodell teilnehmen. Für welche Aufgabe waren Sie denn zuständig? In dem Fall beim Modell war das die Schnittstelle zu den Roboterarmen, das sind Dorbot-Roboterarme. Die hatte das einfach nur schließen sollen zwischen der Kommissionieranlage und der Krananlage. Okay, und was war Anlass für das Projekt? Das war in meinem Fall eine ICT- und Design-Projektarbeit. Die war abgeklärt mit dem Herrn Lavrov. Dementsprechend halt dort dazu noch einen Bericht schreibe und das dann abgeben. Wie lange hast du denn insgesamt am Fischertechnikmodell gearbeitet? Das ist schwierig zu sagen. Eine Stunde kann ich das gar nicht beantworten. Im Endeffekt war es so knapp 4 Monate. Davon war aber 2 Monate Pause, weil einfach viel Technisches nicht funktioniert hat. Welcher Teil hat Sie am meisten begeistert? Generell war mal wirklich der Abschluss am liebsten. Im Endeffekt, das alles funktioniert zu sehen, war eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl. Vor allem halt dadurch, dass es im gesamten Projektdurchgang so viele Probleme gab, einfach für Terminfindung und für technische Angelegenheiten. Dementsprechend war es eigentlich ganz gut, wie man im Endeffekt durch war und das alles so funktioniert hat, wie es dann auch sollte. Okay. Haben Sie sich von anderen Fischertechnikmodellen inspirieren lassen? Nee, tatsächlich nicht. Bis jetzt nur vielleicht in MIN-2 Kontakt gehabt mit Fischertechnik zu einem Brückebauer, aber vorher noch nie irgendwie Erfahrung. Was waren Ihre größten Erfolge beim Bau? Ja, also Bau an und für sich hatte ich hier keine Aufgabe. Das war alles schon soweit bereitgestellt. Bei mir ging es dann tatsächlich nur um die Programmierung. So am interessantesten war definitiv der Umgang mit den Visual Basics, also mit dieser ganz Kamera-Formerkennung-Geschichte. Was war das schwierigste Bauteil oder die schwierigste Phase bei deiner Arbeit am Modell? Schwierigste war auf jeden Fall dazu, wie schon vorherig Antwort, der Teil mit dem Visual Studios einfach hinzubekommen, dass dieses ganze System richtig kalibriert ist und dann dementsprechend halt die Punkte so anfährt, wie sie solle. Hat sich Schwierigkeiten, war aber dann im Endeffekt auch das Lehrreichste. Okay. Gab es Momente, in denen Sie aufgeben wollten? Ja, genau. Eigentlich da auch wieder genau dasselbe Teil. Das hat im Endeffekt zwischen Weihnachten und letzten Jahres im Februar so viel Zeit in Anspruch genommen, dass man auch irgendwann das Gefühl hat, okay, offensichtlich soll das Projekt so, wie es jetzt ausgeführt wird, nicht Sinn. Das war dann schon momenttechnisch manchmal so gewesen. Bisschen demotivierend. Ja, definitiv. Welche Tipps würden Sie jemandem geben, der ein ähnliches Fischertechnikprojekt angehen möchte? Sehr viel Altstoff dort zu lesen. Also es gibt dort von verschiedener Art vorherig schon Design- und ICT-Projekte. Es ist halt praktisch, sich dort mit dem Vorhinein wirklich so intensiv wie es geht zu befassen. Willst du daran noch weiterarbeiten? Ja, eigentlich war das geplant. Also dieses Modell funktioniert noch nicht so, wie es soll. Generell funktioniert dieser Prozessteil, den ich übernommen habe, schon. Hat aber ein paar Probleme in der Verknüpfung mit In- und Ausgängen. Es ist ein bisschen spezifisch. Kann man aber über andere Methode regeln. Das sollte noch übernommen werden. Eigentlich dieses Semester. Hat jetzt aber nicht funktioniert. Wird deshalb wahrscheinlich dann nächstes angehen. Gut, dann vielen Dank für die Teilnahme in unserem Format und auf Wiedersehen. Danke.